Der Brenner ist gegen flüchtende Menschenströme hochgerüstet. Es ist auch für einen Tiroler Landeshauptmann schmerzhaft, aber die Sicherheitssituation, die Lage in Tirol hat Vorrang. Denn innerhalb von kurzer Zeit wäre dieses Land nicht mehr erkennbar. Wie kannst du am Brenner noch eine Grenze und einen Zaun bauen? Das ist ein Maschendrahtzaun, kein Stacheldrahtzaun, sondern ein Maschendrahtzaun. Was heißt denn das wirtschaftlich? Was heißt denn das gesellschaftspolitisch? Was heißt das mit der Europaregion Tirol? Was heißt denn das alles? Die Migranten warten, bis sie nach Italien zurückgeschoben werden. Und die kommen dann morgen wieder? Vermutlich. Man kann auch nicht Italien alles umherzen, gell, oder Südtirol. Es gehört unten was getan. Ich wünsche, dass die Politiker verstehen, dass eine geschlossene Grenze niemals was Gutes bringt. Es ist eine tragische Situation, vor jenen zu fürchten, die vor Krieg flüchten mussten. Vor die braucht man sie normalerweise nicht fürchten, weil die Heimat verlässt niemand gern. Sie respektieren uns, wir respektieren Sie. Die Sachen entwickeln. Das braucht seriöse Politik. Wir haben natürlich, sage ich es einmal, im Karawankentunnel eine ganz andere Situation, wie zum Beispiel am Brenner. Aber werden dort auch Zäune kommen? Das kann ich Ihnen zur Stunde nicht sagen. Viele Zäune in Europa sind das letzte Lebenszeichen von der veralteten Politik, die heute in Europa geführt wird. Die Politik marschiert am liebsten mit den Schützen auf. Und dann hat es sich auch schon. Maschendrahtzaun, kein Stacheldrahtzaun. Maschen, sechs Ecken.